Ja, Hallöchen, Pöpöchen, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch gehabt. Ja, das Ganze, was ich jetzt mache, ist nur eine kurze Runde, eins vorweg. Ich bin eben ein bisschen erkältet, aber ich will euch nicht ganz ohne folgen lassen. Ich zeige euch ein paar Sachen, denn ich habe mal in der Community nachgefragt von blogscape.com, was ihr von den Videos so haltet. War bisher von den paar Antworten, die ich bekommen habe, recht positiv, aber leider ist die deutsche Community doch recht spärlich besetzt. Nichtsdestotrotz hier an dieser Stelle ein Dank an Desiree. Ich weiß nicht, ich spreche den Namen richtig aus. Ich kann kein Französisch oder nicht so gut, falls es nur ein französischer Name ist. Fürs Feedback. Sie hat noch ein paar Sachen gebeten. Ja, zum einen sehen wir, es ist dunkel. Ja, man kann die Zeit umstellen, ja, indem wir Enter drücken und dann Time of Day eingeben und danach eine Zahl zwischen 0 und 24 Uhr. Ja, zum Beispiel 7 Uhr ist eine hübsche Tageszeit, Sonnenaufgang. Und dann ist auch die Musik nicht zu Ende. Das Ganze geht, wie gesagt, von Zeiten zwischen 0 und 24 Uhr. Des Weiteren hat sie noch gebeten. Ja, die Welt baut sich noch gerade auf, zu zeigen, wie man eine Tür entfernt. Ja, wir lehnen einfach mal eine Tür aus, geht mit beiden. Ja, setzen diese. Und jetzt immer, wenn wir mit Rechtsklick draufklicken, machen wir die Tür auf und zu. Das geht ein bisschen, weil das geht nicht. Dann müssen wir mit die so anwählen wie jetzt und dann Steuerung drücken. Ups, Entschuldigung. Ups. Und dann mit Shift, dass die Taste da drüber ist. Das Ganze entfernen. Da haben wir erstmal noch ein dickes Loch hergestellt. So, machen wir es ganz kurz zu. Aber natürlich nicht hiermit. Ich mache das Loch kurz mal zu. Wo haben wir Sand? Hier haben wir Sand. So, ich weiß, da unten sind noch andere Sachen, aber es ist jetzt gerade nicht so schlimm. Der Sand sieht von unten ziemlich gelb aus. So, zack. So, wie gesagt, mit, ich glaube, Shift ist das. Ja, Shift. Ja, genau. Caps Lock. Ich verwechsel die mal mit Shift und dann Rechtsklick. Können wir die Türen auch entfernen. So hätten wir es abgefrühstückt. Ich streiche das mal gerade von meiner Liste. Ja. Des Weiteren hat sie gefragt, glaube ich, oder mal, ich sollte es lieber mal zeigen, wie man Feuer entfernt. Dazu nehmen wir erstmal das Wassertool. Und wir können hier mit, na, wo ist es denn? Tasten klarkommen. Mit U können wir Feuer setzen, ja. Und das brennt munter vor sich hin. Wenn wir jetzt mit Rechtsklick an derselben Stelle machen, können wir es entfernen. Ja. Super einfach. So. Dasselbe gilt übrigens auch für Wasser, wenn wir das setzen. Ups. Übrigens, wenn wir so machen, können wir auch mit gedrückter rechter Maustaste das alles entfernen. So. So, mit Wasser. Kurz mal mit der Steuerung klarkommen. Können wir Wasser setzen. Sieht ein bisschen komisch aus. Und mit Rechtsklick können wir das Ganze auch wieder entfernen. Ja, hier auch wieder mit gedrückter rechter Maustaste können wir das Ding, das Wasser, entfernen. So. So viel dazu. Auch mal ganz kurz wegstreichen. Kommen wir zum Eigentlichen. Ich habe hier eine Brüstung gebaut, ja, weil ich habe mir überlegt, der Steg sieht so doof aus, man kann ja runterfallen, ja, falls kleine Kinder spielen. Und da ist mir das gekommen, wie kann man Geländer bauen? Das machen einige mit dem Ladder, also mit der Leiter. Ich finde, die sieht aber jetzt nicht so glücklich gewählt aus. Ja, die sieht halt aus wie eine Leiter. So, nachkriegen wir sie. Ich finde, das Entfernen ist noch ein bisschen tricky. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier mal angefangen. Ich habe sie einfach mit der senkrechten und waagerechten Kegelform gemacht. Da muss man aber was beachten, denn wenn ich die hier setze, sind die nur in der Richtung. Ja, ich kann sie nur setzen,
indem ich davor, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, davor so welche setze. Ich mache es mal direkt ein bisschen länger. Und dann die da dran setze, ja. Und schon sind sie dran. Ich habe es auch erst mit den kleinen gemacht. Das Problem ist, ja, ihr seht, da ist eine Lücke. Und deswegen müssen wir mit einmal den Mausrad nach oben drehen. Kriegen wir so gesehen erstmal nichts Neues. Aber wenn wir sie setzen, sind das die dicken. So. Aber da wir das nicht haben wollen, nehmen wir Oak Plank und setzen die so. Ich habe mir einfach gedacht, für die Stelzen ist das das bessere Material. Übrigens können wir die noch einen größer setzen. Das Ganze sieht dann so aus, ja. Aber so ein dickes Geländer wollte ich ja doch nicht haben. So. Zack, 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 zack. So. Die Lücken ausfüllen. Die Fackel muss ich auch leider entfernen, weil sonst steckt die sich im Brand. So, für die Höhen habe ich das natürlich die anderen gemacht. Ja, natürlich nicht so dick, außer für die Ecke hier. Also sonst haben wir ja nicht dasselbe Problem. Wenn wir das dünne nehmen, kommen die Ecken nicht dran. Und so, ja, einigermaßen habe ich versucht, eine Rundung hinzukriegen. Habe ich immer 4 freigelassen. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich den dicken genommen. So, und schon können wir den hochsetzen. 1, 2, 3, 4. So, das Ganze mache ich auch mal offscreen weiter. Und wir sehen uns, wenn ich das fertig habe. So, und da sind wir wieder. Ich bin kurz vorm Abschluss. Ich hatte gerade sogar ein kleines Problem, denn das Ganze war nicht symmetrisch. Da musste ich auf eine Seite den Balkon ein klein wenig kürzen. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. So, komm. Denn hier wäre der 4. Stamm gewesen. Da muss ich halt alles ein zurücksetzen bzw. nach vorne schieben. Ach, diese hohen Springen. Ja. Musste das quasi ein nach innen setzen. Also der Balkon halt ist ein Feld kleiner. Was macht nichts. Ich finde den Balkon jetzt prinzipiell gesehen so nicht mal schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da mal eine Fackel draufsetzen. Ich gucke. Erstmal gucken. Weiß ich nicht, könnt mir ja sagen, ob ihr das geil findet oder nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Ecken wegnehmen. Zack. Ich weiß nicht. Lassen wir erstmal so. Jetzt haben wir wenigstens ein Geländer und können da nicht mal ins Wasser fallen. Können wir doch. Irgendwie kann man hier durchlaufen. Aber nicht immer. Also so rum kann man nicht durchlaufen. Kleinen Fehler. So. Was sagt denn die Zeit? Ja, 6 Minuten haben wir noch ein bisschen was Zeit. Da habe ich mir überlegt, machen wir uns hier einen kleinen Vorgarten oder Beet hin. Ja, da werde ich mal kurz die Erde ausheben. So, ich würde sagen, machen wir mal so breit. So, jetzt brauchen wir kurz mal das Tool dafür. Die Ecke werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Und Gras brauchen wir. So, machen wir die Oak Leaves weg. So, zack. Rückgängig. Blöd. Machen wir das Ganze so. Ach, ist ja blöd, ey. Dann nehmen wir erstmal alle weg. So. Zack, 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 zack. Ja, da wurde ich auch drauf hingewiesen. Ich soll nicht die ganze Zeit und zack und zack und zack sagen. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, wo ich das gemacht habe. Mensch. Aber so kann es gehen, wenn man mitten im Spiel vertieft ist. So. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle Silvester gut überlebt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank geworden, aber das soll euch nicht weiter stören. So. Zack.
Entschuldigung, schon wieder. Ich kann es einfach nicht lassen. So. Hier haben wir ein bisschen Gras. Ich weiß nicht, können wir das noch ein bisschen hübscher machen? Was sagen die Blumen denn dazu? Blumen! Nicht Blumen? Oder gehören Blumen hierzu? Blumen gehören hierzu. Ah ja. So. Wie sehen die denn aus? Ups, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? So. Ein paar gelbe noch rein. Ein paar lilanen rein. Ich bin jetzt nicht so der Gartenkünstler. So. Die nehmen wir mal weg. Genauso wie die. Sind hier irgendwelche drin noch? Nee. So. Die nehmen wir noch weg. Die kann da bleiben. Irgendwie gefällt mir das Blumenbeet noch nicht so wirklich. Irgendwie fehlt da noch so ein gewisses Etwas. Können ihn natürlich ganz hier rumgehen lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann lasse ich die hier so ein bisschen rumgehen. Zack. Zack. Ich würde sagen, ein Feld breit. Wie ist die? Ein Feld und zwei breit. Machen wir das jetzt auch so. Der Symmetrie halber. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, jetzt machen wir erstmal hin. So. So, da machen wir wieder so abgeflachte hin. Zack. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Machen wir, glaube ich, noch zwei breiter. So, sieht das wenigstens symmetrisch aus. Symmetrisch, propetisch. So. Ups. Jetzt habe ich natürlich auf Stopp vergessen zu drücken. Auf Start wieder von meiner Uhrzeit. Ich bin schon ein Fuchs, ja. So, jetzt kommen wir natürlich wieder an so einer Behinderung. Entschuldigung. An so einer Stelle. Wo ich nicht weiß. Ich glaube, hier nehmen wir ein bisschen mehr weg. Hier nämlich einen vernünftigen Abschluss machen. Den machen wir am besten mit Erde. Ich glaube, den brauchen wir dafür. Yep. Und hier fangen wir weiter mit Sa oder machen wir weiter mit Sand. Natürlich habe ich den falschen weggemacht. Und ich glaube, die Torchlight brauchen wir in nächster Zeit nicht. So. Hier brauchen wir den. Und hier brauchen wir den. Ja. Kann man, glaube ich, so ein bisschen stehen lassen. So, jetzt nehmen wir wieder unser Pflänzchen und sehen munter ein paar Blümchen. So, wie gesagt, ihr müsst mir ein bisschen helfen damit. Ich habe keine Ahnung von so Pflanzen, wie man sie hübsch macht. So, hui. Und dann noch mal ein bisschen. Ach, ich drücke mal wieder die falschen Tasten. Genau so. Kommt ein bisschen grün hin. Gelbe meine ich hin. So, hier noch ein paar. Und der Rest kommt, glaube ich, weiß. So. So. Kommen weg. Zack, damit wir eine schöne Kante haben. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie noch was hinmachen kann. So.
ich Wasser weggemacht? Nee. Komm, da machen wir noch eine Gweiß hin. Oh, ich weiß nicht, irgendwie so richtig. Puh. Ich weiß nicht. Hier könnten wir das Ganze natürlich fortführen. Hier hinten rum. Diesen Busch muss ich auch wegmachen, der sieht ja grauenhaft aus. So. Oder soll ich das hier auch abflach machen? Ich glaube, das mache ich auch. Dann müssen wir den leider auch noch mal ändern. So, Gras ist. Nein, hier. Zack. Ganze muss hier auch. Wie machen wir das denn am besten? Der muss weg. So. Nee, nee, nicht so welche. Wie machen wir das denn am besten? Das ist jetzt ja ein bisschen blöd. Eigentlich müssen wir den ganzen niedriger machen. Ich mache mal eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ich habe mich dazu entschlossen, so ein bisschen Veränderung hier, diese Rundung von der Tür, genauso wie hier oben drüber, habe ich weggemacht. Wie ihr seht, habe ich hier einen kleinen Kabelweg gemacht. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Material für den Weg oder für den Eingangsbereich. Ich weiß nicht, da müsst ihr mir vielleicht mal ein bisschen helfen. Genauso wie hier habe ich einfach die Kante jetzt gelassen. Ich habe das hier noch ein bisschen weggemacht, den Weg. Ansonsten habe ich da jetzt nicht viel gemacht. Ja, ich hoffe, die Folgenlängen, ja, ich habe mir jetzt auch sagen lassen, 15, 20 Minuten sollen okay sein, dass das reicht. Ich hoffe, das passt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Blockscape.